Willkommen zu einer weiteren Episode von Minecraft Kolonie. Ja, wir sind heute wieder in unserer Hauptkolonie. Im Prinzip der Hauptstadt kann man das ja schon im Prinzip nennen. Also ich muss euch mal irgendwann ein Bild hiervon zeigen, wie das so generell hier alles aussieht. Und ich habe auch massig Essen jetzt diesmal dabei, weil wir haben einiges vor. Ich habe mir so überlegt, wir bauen erstmal den Hafen, weil das habe ich im Prinzip schon. Ich glaube, war das bei der ersten Folge oder wann? Ich glaube, ganz am Anfang haben wir hier hinten in dieser Richtung einen kleinen Hafen gebaut. Da sieht man sogar noch den Turm, dieses komische braune Ding da. In meinem Fadenkreuz gerade oder in meinem Fadenfünfeck, kann man schon sagen. Und ja gut, schon da haben wir den Hafen gebaut, aber nicht fertig. Deswegen habe ich gedacht, wir bauen jetzt hier, weil da hinten steht direkt schon ein Schiff und ich habe hier einen Leuchtturm gebaut. Ach je, so viele Informationen auf einmal geht mal gar nicht. Die Brücke habe ich heute auch noch gebaut und wie kommen wir jetzt hier hoch, ist die Frage. Wir setzen einfach einen TNT-Block hier hin. Nein, oh, das war daneben. So, hier setzen wir jetzt aber einen TNT. Nein, das war auch daneben. Mann, ey, was ist denn heute los? Player Joe versuchte, in Lava zu schwimmen. Eieiei, ey, was ist hier los? Ich will wieder hier hoch. Ah, perfekt. Wir setzen hier einfach unseren TNT-Block hin. Einmal so. Perfekt. So macht das ein Pro-Gamer, so macht das ein, was weiß ich, irgendwie jemand eben. Auf jeden Fall ein Der Sky macht das so. Und, ja, hier wollen wir den Hafen hinbauen. Ich bin gerade irgendwie so leicht verwirrt, habe ich das Gefühl. Aber gut, ich weiß ja noch, wir haben noch schon ein bisschen was dabei. Also auf jeden Fall haben wir hier schon polierter Andesit dabei, also polierten Andesit. Und ich denke mal, das wird auch sogar schon mal reichen für den Anfang. Wir gehen jetzt einfach mal dahin. Und erfreuen uns unseres Schicksals, dass wir diesen schönen Hafen bauen dürfen. So, was brauchen wir hierfür? Eine Hacke haben wir. Ich würde sagen, diese Seite reicht auch völlig. Und im Notfall habe ich da hinten schon mal ein bisschen Sand hingetan. Und zwar will ich dann hier noch so ein bisschen, ja, so ein kleines bisschen, den Hafen ausweiten. Wisst ihr, dass wir so eine Bucht haben oder sowas? Und ja, dann mache ich hier vielleicht auch noch so einen Leuchtturm oder sowas hin, aber momentan sieht das eher aus wie ein Swimmingpool, der mit Sand abgegrenzt ist. Wie so eine, ich weiß nicht, wie irgendwas eben. Gut, hier fehlt noch eine Treppe, das machen wir auch noch. Aber zuallererst würde ich sagen, bauen wir erstmal hier dieses Ufer. Und was brauchen wir für ein Ufer? Ja, ihr wisst es und ich weiß es auch, wir brauchen eine Axt. Ja, haben wir eine Axt? Nein, wir haben natürlich keine Axt. Deswegen müssen wir mal losgehen und eine Axt machen. Hier, dieses scheiß Skelett. Ja, hier stand mal der Love Tower. Also, ihr wisst ja, hier stand mal der Love Tower, aber der wurde leider abgebrannt von irgend so einem, ich sag's jetzt mal ganz direkt, von irgend so einem Dulli. Und ich weiß immer noch nicht, wer es war. Auf jeden Fall habe ich dann hier einen Crowned Love Tower gemacht. Nein! Nein! Scheiße! Na ja, gut, okay, das ist jetzt doof gelaufen. Gut, wir loggen uns ein und wieder aus schnell. Sonst wird das hier nichts. Hab keine Lust jetzt, mich hier hochzubauen. Und ja, haben wir einen Apfel. Oh mein Gott, ein Apple. Give me that apple. Hey, was war das? Die ganzen Schilder von Drach HD, der spammt hier den ganzen Spawn voll. Mann, was hat die denn? Die im Party. Okay, los. Dann würde ich sagen, wir gehen zu meinem Haus. Wir sind natürlich gerade voll vorbeigerannt. Und dann holen wir uns erstmal ein paar Ressourcen. Ich würde sagen, wir brauchen auf jeden Fall Holz. Und eine Axt, auf jeden Fall. Eine Axt. Haben wir hier noch irgendwie Eisen oder so? Ich habe mir im ganzen Haus irgendwie so ein bisschen leer gefarmt. Hier sind ja kaum noch irgendwas in den Kisten drin. Außer meine OP-Rüstung. Axt haben wir hier. Nein, will ich aber nicht. Schaufel. Schaufel, oh, Effizienz. Oh, perfekt. Ey, Leute, wir haben's. Okay, ich würde sagen, los geht's direkt. Sehr schön geschlossen. Öffnen, schließen. Und nochmal schließen. Wer war was? Ja, das ist eine gute Frage, ne? Wer war was? Gut, ihr müsst uns in den nächsten Folgen ernsthaft mal ein Boot craften, weil ihr seht schon die Kanäle hier. Wir haben jetzt hier diesen Kanal und hier auf der anderen Seite haben wir noch einen Kanal. Und das wird langsam so eine Wasserstraße hier, fast wie Venedig und so. Also, Und naja, guck, jetzt können wir hier schon direkt wieder drüber schwimmen. Ich habe hier auch alles schon mal begradigt und so. Sieht man auch schon. Also, Erde ist da noch nicht aufgefüllt. Ja, gut. Holz. Leute, wir brauchen Holz.
Und hier haben wir erstmal richtig massig Holz. Und das finde ich auch gut. So, Glas brauchen wir erstmal nicht. Nein, 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 nein. Brauchen wir auch alles nicht. Eisenerz, nein. Oh, aber wir brauchen was zu essen. Wir brauchen was zu essen. Nee, habt denjenigen gesehen. Wer war's? Aha, okay. Ja, ich habe keine Ahnung, worüber die gerade reden, labern, was auch immer. Und ja, ich bin die ganze Zeit am Überlegen, deswegen bin ich gerade so abgelenkt. Wie baue ich das denn jetzt? Das ist ja eher so eine spontane Aktion gerade gewesen. Ja, was? Jetzt werde ich hier beschuldigt, Leute. Ich nehme auf und werde direkt beschuldigt. Wieso denken die Leute mal, ich würde irgendeine Scheiße machen? Ich verstehe das nicht, wobei ich ja nie irgendwas mache. Aber, ja gut. Einer muss es ja sein, ne? Einer muss es ja sein. Nein. Ja, ich nehme gerade auf. Du wirst es nicht glauben, aber es ist so. Gut. Dann gehen wir erstmal auf Tauchstation und bauen unseren schönen Hafen weiter. Mann. Jetzt kommen die ganzen Leute hier angekrochen. Ja, hallo YouTube, hallo. Eieieiei. Okay, und dann, ja. Ich will jetzt hier ein paar Säulen machen, ja, Säulen. Ich würde eigentlich Pfeiler sagen, aber das sind ja im Prinzip auch Pfeiler. Und ja, gut, das soll eher so alles mittelalterlich aussehen. Ich sehe nur hier unten gar nichts mehr. So muss das richtig sein, so ist das richtig. Und perfekt. Hier kommt noch was hin. Wir bauen das jetzt hier so quer. Das habe ich das auch bei der Wasserstraße gemacht, immer so ein bisschen quer gebaut. Damit wir hier so richtige schöne Abgrenzungen haben und so. Oh, ich muss mal wieder durchatmen gehen und meinen Kopf aus dem Wasser rausstrecken, damit ich hier schön Sauerstoff bekomme. Und dann geht's auch direkt wieder weiter auf Tauchstation. Nein, das wird. Oh, das wird zu viel. Dankeschön, Dankeschön. Ich weiß das natürlich selber. Ey, was habe ich gerade runtergeworfen? Nein. Da, da, nein, wo ist denn? Cool, das finden wir nicht mehr. Das finden wir nicht mehr. Das ist jetzt problematisch, aber nicht unbedingt schlimm. Ja, gut, das brauchten wir auch nicht. Na, 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 na. Ey, Leute, es tut mir echt leid. Ich bin gerade echt irgendwie voll verwirrt, was ich überhaupt machen wollte oder was ich machen will. Nam, 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 nam. Wir machen noch eins hoch. Fail. Und brauchen noch mehr Holz. Mann, nee, das frisst ja Holz wie sonst was. Nein, und schon wieder neben gesprungen. Leute, was ist denn nur los? Was ist denn nur los? So, ich würde sagen, wir haben das soweit erstmal. Jetzt bauen wir hier noch gerade diese Querstreben hier. Die Querstreben. Und dann machen wir mit der Axt einfach mal Holz kaputt. Ja, natürlich keine Spitzhacke dabei. Ist natürlich klar, ne? Aber ich denke, wir brauchen diesen Stein hier gar nicht abbauen. Denn das können wir dann so als Fahnenmesser einfach nehmen und das passt dann soweit sogar. Ich würde sagen, wir bauen das dann. War das kein Blitz? Ich habe gerade irgendwie einen Blitz gesehen. Naja, wie auch immer. Wir bauen das dann so am besten. Und ja, ich bin mir gerade echt die ganze Zeit am Überlegen. Nee, ich baue einfach die Seiten. Wir föhnen das einfach so. Keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Wir föhnen das hier einfach so. Und wir haben natürlich keinen Stein mehr. Doch, ein Stack haben wir noch. Ich hoffe, das wird reichen. Oh, fuck, wir brauchen Luft, wir brauchen Luft, wir brauchen Luft. Oh mein Gott, whoop. Perfekt. Einmal tief durchgeatmet, das reicht schon. Oh, ich hasse, dass man unter Wasser so stundenlang abbauen darf. Das geht mir so auf die Nerven. Genau wie mit diesen Unterwassertempeln. Das ist so nervig, aber naja. Wie soll man anders an Unterwasser-Seelaternen kommen? Außer entweder man macht selber, also man macht sich selber die Hände schmutzig. Oder man tradet einfach mit den Leuten hier auf den Servern. Ja, ja, so geht das. Und dann geht's hier hoch und weiter hoch und weiter hoch. Ich wurde wieder gecreeft. So, ja, irgendwie hat es gerade die Aufnahme zerhauen. Ich hatte gerade einen Fail, aber das will ich auch mal sagen, so Video-Fails, wie manchmal passieren, dass einfach mitten in der Folge irgendwas nicht funktioniert oder dass das einfach sich auf YouTube aufhängt. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt, aber ich sag mal so, es kann immer mal wieder passieren und vorkommen, ne? Ich bin auch relativ noch am Anfang hier und ich bin auch Anfänger, sage ich auch ganz offen, ich bin ja wirklich nur ein richtiger Anfänger hier auf YouTube momentan noch und das wird sich vielleicht noch ändern. Ich hoffe es doch mal. Auf jeden Fall, ja. Deswegen, ich wollte nur sagen, das kann mal vorkommen. Also Moment. Nicht wundern. Ich denke mal, manche von euch kennen das sicherlich auch, dass einfach mal irgendwas passiert.
Und man weiß einfach gar nicht, warum das passiert. Zum Beispiel, dass YouTube irgendwie manchmal so die Videos einfach so auffängt oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, woran das liegt. Und der YouTube-Support, also beziehungsweise das Forum da, das Hilfeforum, konnte mir das auch nicht beantworten. Die sagten dann, ja, an YouTube liegt das natürlich nicht. Das muss auf jeden Fall an der Aufnahme liegen. Und meine Aufnahme funktioniert aber. Das ist witzig. Meine Aufnahme funktioniert komischerweise immer. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass das an meiner Aufnahme liegt, sondern eher an YouTube. Moment. Das Format ist dann meistens MP4, ne? Standardmäßiges Format eben. Oh, was habe ich gemacht? Ups. So. Und ja, 1 Gigabyte bis 2 Gigabyte meistens so groß. Ja, gut. Und was schreiben sie im Chat? Alles schweigt. Moment. Keiner schweigt. Naja, gut, auf jeden Fall, ja, gut, er wurde gecreeft. Jetzt ist er sicherlich gerade so auf dem Trip drauf. Wer war das? Den hau ich in die Fresse. Aber ich glaube, er wird nämlich nicht rausfinden, wer es war, weil einfach keiner irgendeine Ahnung hat oder keiner irgendjemanden hier verpetzt. Was von Vorteil und auch von Nachteil ist, nach meiner Meinung nach. Ja, es gibt auch Nachteile bei sowas. Das Problem ist natürlich, man findet echt nicht raus, wer jetzt was gemacht hat. Oder die Leute, obwohl, warte, das ist falsch. Oder die Leute wollen es auch einfach einem gar nicht sagen, ich weiß es nicht. Ja, beitreten, ausloggen. Achso, ja, klar. Ich finde es manchmal ein bisschen witzig, wie die wirklich. Das sieht man hier im Chat, ich zeige es euch. Sich einloggen, ausloggen. Einloggen, ausloggen. Hier. Ausgeloggt, 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 ausgeloggt. Alle loggen sich aus. Gleich ist der Server leer. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Gut, ich würde sagen, hier ziehen wir eine Steinreihe lang. Aber nur weil wir es können. Oder lassen wir das Ganze? Ich weiß nicht. Nee, dann bauen wir hier den Stein ab. Aber das mache ich erst, wenn ich eine Spitzhacke habe. Und da haben wir es tatsächlich hinbekommen, heute in dieser Episode, in dieser Folge, gerade mal ein Stück Holz hinzuplatzieren. Ja, Respekt. Okay, ich verschwende diese Zeit mit was anderem. Ich zeige euch einfach mal kurz nochmal, wie es bisher aussieht hier in dieser Stadt. In 3 Minuten haben wir noch so circa Pipapo. Hier sehen wir das Schließfächerhaus-Dingens da. Das kennt ihr ja alle schon. Hier kommt der Hafen hin. Hier steht der Leuchtturm. Hier ist ein Boot. Ja, das hätte ihr jetzt alle nicht gedacht, aber so ist es. Und auf jeden Fall, schnell weiter, schnell weiter. Oh mein Gott. Da ist das Einkaufszentrum. Ich habe hier ein paar Bäume gepflanzt und mal hier so einen Platz dahin gemacht. Der begradigte Weg sieht man, also wie gesagt, die Flussstraße. Die Flussstraße. Gibt es eine Flussstraße? Nein, gibt es nicht. Das Flussbett oder generell die Wasserstraße haben wir ein bisschen geändert. Wir haben so ein Ground Zero-Ding. Naja, du fliegst gleich hier aber richtig rein oder stirbst einfach. Wir haben hier so ein Ground Zero-Ding vom Love Tower hingemacht. Das werden wir aber nachher noch abreißen und einfach ein neues Grundstück drüber setzen. Ja, hier ist auch noch die Flussbegradigung. Mein Nachtclub, der mittlerweile übrigens auch Redstone-Lampen vorweisen kann, ne? Ja, gut. So, und schon geht's weiter. Hier mein halbfertiges Haus, das ich irgendwie immer noch nicht fertig gebaut habe. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, ich habe so ein Projekt, fange es gerade an. Aber irgendwie habe ich dann einfach gar keinen Bock mehr daran weiterzubauen, weil es ja viel geilere Sachen gibt, die mir gerade dann einfallen. Aber das mit dem Hafen werden wir jetzt auf jeden Fall machen, das verspreche ich euch. Keine Sorge. Und wir gehen auch ganz schnell mal. Wir machen so einen Abstecher zu den anderen Häusern. Hier ist noch ein Wohnhaus. Ich weiß gerade aber nicht, wem es gehört. Und dann haben wir noch. Moment, Moment, Moment. Schwimm schneller. Die Bank von Chipsplayer, der momentan sehr inaktiv ist. Und wir wissen noch nicht, was wir mit der Bank jetzt hier machen. Wir lassen die stehen. Also ich werde die stehen lassen auf jeden Fall. Hier haben wir noch so ein kleines Wohngebiet oder so ein Wohnviertel. Hier haben die Leute auch neu gebaut. Jetzt kommen wir weiter zu Chinatown. Chinatown kennt ihr ja schon. Ach ja, hinten. Das muss ich euch noch zeigen. Das ist noch ganz wichtig für diese. Wow. Wow, Flori, danke. Danke, Flori. Dankeschön, dass du die Brücke gebaut hast. Dazu war ich jetzt irgendwie so faul. Ich habe den ganzen Weg gebaut, hatte so gedacht, nee, hab kaum noch irgendwie Stein oder so. Auf jeden Fall, scheiß drauf. Ihr, guckt euch das an, das ist richtig genial. Emirates in Dias. Hier kann man umcashen. Das ist unsere Banksystem und hier machen wir das mit NPCs und Command-Blöcken gemacht. Hier kann man alles umcashen. Was macht der da? Na egal, scheiß drauf. Auf jeden Fall super genial gemacht. Einfach mal ein schneller Überblick. Ich finde das richtig cool. Nochmal danke an Take Mac Run, der das gemacht hat. Und dann würde ich sagen, geht's auch direkt weiter nach Chinatown. Hast du Glasscheiben? Muss ich gucken? Nee. Tja, gut. Wir haben keine Glasscheiben. Wir haben gerade geguckt. Und dann beschäftigen wir uns nicht weiter mit und gehen zu Chinatown, wo die Leute ja auch noch irgendwie fleißig am Bauen sind. Und die Leute von Chinatown, die vom Server entfernt werden mussten, beziehungsweise die gegangen sind, sind auch wiedergekommen. Deswegen nochmal willkommen zurück. Die sind gegangen, das erkläre ich schon. Ich sag gar nicht, wer das war.
Ja, hä? Was war das denn? Ich hab die doch getötet. Auf jeden Fall ist ja gar nicht, wer das war. Ich sag nur, es waren Leute, die haben irgendwas falsch verstanden. Wir haben total aneinander vorbeigeredet und deswegen haben sie irgendwie mega aufgeregt und so. Aber nochmal an alle, regt euch nicht wegen so einem unnötigen Scheiß wie Minecraft, also unnötiger Scheiß nicht, aber wegen einem Spiel regt man sich nicht so dermaßen auf, ja. Und die Leute, ich gebe den Leuten immer wieder Chancen, ja. Aber irgendwann reicht's dann auch und ich sage euch, ne, dann kommt ihr nicht mehr auf den Server drauf. Ich muss sagen, die Leute waren korrekt, deswegen sind die wieder hier drauf, ne. Aber wenn man die ganze Zeit jetzt sowas passiert, die Leute bleiben dann nicht lange auf dem Server. Aber das ist jetzt auch gar nicht an die gerichtet. Ich freue mich ja, dass die wieder dabei sind. Die verstärken natürlich wieder unsere Truppen und so. Und, oh. Ja, hier ist Tassenkuchens Haus. Seit gestern gebaut. Ja, und hier fehlt irgendwie eine Treppe oder so. Hab dich gesehen, Sky. Ja, ich dich auch, ich dich auch. Chill dein Leben, beruhig dich. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig. Hallo, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Ja, das ist Tassenkuchen. Sie hittet mich an und tötet mich öfters mal, weil ich sie irgendwie immer öfter töte. Wir töten uns so abwechselnd. Und ja gut, das ist ihr Haus. Ich wollte ihr im generell mal die ganze Hütte zeigen und so. No, viel gibt's da noch nicht zu sehen. Sie hat ja erst seit gestern angefangen zu bauen. Da oben ist Chips Players Haus. Was wir damit machen, ja, nichts wie gesagt. Wir lassen ja die Gebäude so lange stehen. Also jedenfalls einen Monat noch stehen. Und wenn die Leute dann nicht da sind oder dann kein einziges Mal mehr online waren, dann sagen wir, nein, hier wird nichts mehr draus und es wird entfernt. So, ja, was haben wir hier noch? Ein zerkrieftes Haus, sieht sehr nach Philipp seinem Haus aus, weil er meinte, es wurde gerade eben zerkrieft oder es wurde generell zerkrieft. Wir gucken einfach mal, die Türen sind nicht protected. Judo Fighter, ja gut, ja. Ja, Nimaxio, hä? Viele Leute, ach egal. Da frage ich mich jetzt eigentlich gar nicht mehr, was da abgeht. Das ist immer ein bisschen komisch, was die da machen. Hier hinten haben wir das Kolosseum, aber das habe ich euch ja auch schon mal gezeigt in der letzten Folge. Interessant wird es erst bei dem Bahnhof und bei dem schönen kleinen Hafen, den wir am Bauen sind. Der Bahnhof wird gerade von, ich meine, Soleil war es, ja, Soleil baut gerade den Bahnhof, ich baue den Hafen. Und falls ihr Lust habt, meldet euch, ihr könnt mir auch gerne helfen dabei oder ihm. Es steht euch natürlich frei, gell? Und ja, hier das ist Duffy's Haus und Leia Joe sein Haus. Hier ist die schöne Brücke, ich weiß gar nicht, habe ich die euch schon mal gezeigt, die habe ich mal zu Ende gebaut. Also nicht ganz, aber schon mal etwas. Hier ist nur leider ein Haus im Weg. Das habe ich dann erst gemerkt, zufälligerweise, wo ich drüber gebaut hatte. Zufall oder Schicksal, wer weiß das schon. Und dann haben wir hier noch ein Häuschen und da noch und da und da und da. Und hier sind wir dann schon beim alten Hafen, den wir ersetzen werden. Und hier dieser Hafen wird dann wahrscheinlich noch abgerissen. Und es entsteht ein neues Wohngebiet daraus. Wow, da haben wir ganz schön viel jetzt gelabert, ne? Ja, dann würde ich sagen, schönen Tag noch, Leute. Haut rein, bis zur nächsten Folge Kolonie. Ich werde jetzt im Anschluss direkt... Moment. Süden. Achso, freie Boot. Ah ja, okay, gut, gut. Ja, ich werde dann direkt im Anschluss hier noch eine Folge aufnehmen, indem wir den Hafen oder wo wir den Hafen weiterbauen. Und ich würde sagen, haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like. Ihr kennt das Ganze schon. Oder anderes, ein Kommentar ist auch mal cool. Und ich will an der Stelle nochmal sagen, hi an den einen Hater, der die ganze Zeit irgendwie Dislikes gibt. Ich finde das jetzt nicht schlimm, ja, aber ich finde das witzig, aber gut. Ihr müsst mal gucken, unter jedem meiner Videos ist ein Dislike. Mindestens ein Dislike. Und also ein oder zwei, maximal zwei, minimal einer. Und dieser eine ist, ich glaube, ich weiß nicht, vom einem Spieler, der war auch mal hier drauf, der hat irgendwie so sich kindisch benommen und so und die Mehrheit hat ihm gesagt, er soll raus. Und naja gut, die Mehrheit hat entschieden. Ich muss jetzt dafür leiden. Spaß, ne? Aber okay, haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal bei Minecraft Kolonie.